Mahlzeit. Das machst du auch nicht zum ersten Mal, wa? Nein, aber zum zweiten Mal. Ja, Junge, 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 das Ding hast du aber im Griff, du. Mit sanften Händen. Wie sieht's aus mit Fahrsicherheitstraining? Ich bring dir nächstes Mal ein paar Hütchen mit, dann kannst du auch schön durchschlängeln. Ja, gerne machen. Ja, können wir machen. Ja, können wir echt machen. Dann machen wir. Ich bring 10 Hütchen mit. Genau. So. Das ist auch geil, wenn man so einen Gabelstapler im Griff hat, ne? Oder nicht? Es gibt ja Leute, die das nicht im Griff haben. Man kann nicht alles können. Das ist so. Und der eine fährt gut stark, der andere weniger gut. Dann machen wir beide einen Wettbewerb raus. Ich bringe, weiß ja wo, vom Fußballplatz bringe ich Hütchen mit. Rückwärts durch, vorwärts durch. Auf zwei Reifen fahren. Ja, dann machen wir. Das wird lustig. Ja, das wird lustig. Vor allem, du weißt ja, was ich erwarte, wenn wir umgezogen sind und ich jeden Tag hier filmen kann. Da wird jeden Tag Fahrsicherheitstraining hier gemacht. Was sagt denn? Bist du da mit der Gabel gegen genagelt oder was? Nein. Das wäre geil, wenn ab und zu auch so ein paar Unfälle passieren, weißt du? So für die das Quote. Kann ich mir vorstellen, dass du das am liebsten filmst. Ja. Scheiße, so ein Unfall, irgendwo ein Loch reingepickt oder so. Ja, ja, so für die Quote ist das immer geil, wenn irgendwas kaputt geht. Ja. Weißt du, wenn du mal schön so irgendwie da in eine Wand was reinnagelst, aber schön mit der Gabel rein donnerst. Am schlimmsten wäre noch ein Tor. Ai, yes, nee. Ja, das können wir ja, das können wir ja machen. Nee, nee. Wenn ich dir mal die Bremskabel durchgeschnitten habe und du da drauf zujagst. Dann habe ich Stress mit drauf. Ja. Aber die Quote. Ja, so ist das. Ne? Aber das machen wir. Dann machen wir. Mitbringen und dann, Fahrsicherheitstraining. Genau. Was haben wir jetzt denn vor, außer den Gabelstapler zu beobachten? Mike beobachten. Er kriegt jetzt erstmal Gabelstapler-Sicherheitsfahrtraining. Du weißt, da müssen wir auch durchziehen. Wichtig ist, dass die Handbremse angezogen wird. Das muss. Nicht, dass er wegrollt. Na, ist auch so. Sicherheit geht vor. Ist so. Ja. Ja, die habe ich schon gesehen. Hast du die denn gesehen? Hab ich? Ich war doch mit. Ja, dann habe ich die nicht gesehen. Ach, du meinst die gemalt? Ich kann doch. Doch, da oben hängen doch auch ich. Ich möchte das nicht mehr. Ich ertrage das auch nicht mehr. Bitte schreibt die Kündigung. Es hat einfach mit dem. Du hast doch schon einen Brief bekommen, oder? Ja, du hast eine Gehaltsabrechnung. Komm, zeig mal her das Bild. Ist das da vorne Mirko und Paco? Das wollte ich dir jetzt wieder zeigen. Das Bild. Du kennst nur Mirko und Paco. Wie kann das angehen? Weil das die coolsten sind. Weißt du, wie viele sind? Angestellte wir haben? Und du kennst nur Mirko und Paco? Ja, weil die cool sind. Also für die Kamera sind die lustig. Die anderen ja, sind immer... Ja, für uns auch schädigen, vor der Kamera. Ja. Das ist ja nur ein bisschen so... Das war ja auch nicht so. Und du kennst noch zwei mehr, ne? Ich kenne noch zwei mehr, das stimmt. Ah, ne, das sind wir beiden. Ja. Ne? Wir sind auch schädigen. Zusammen kennen wir sie alle. Sein Name kommt aber Scheiße. Oh, das ist Paco, herrlich. Gut getroffen, ne? Immer irgendwas festhalten, damit das nicht umkippt. So, was ist jetzt mit Fahrsicherheitstraining? Was für ein Fahrsicherheitstraining? Mit dem Gabelstapler. Mit Mike. Fahrsicherheitstraining mit dem Gabelstapler. Ja. Dann haben wir was zu filmen. Ich komme morgen auf RTL, RTL 2, auf Vox, eine Bildzeitung überstehen, wenn ihr Dinge mit dem Rücken über den Kopf gelegt habt. Das ist so. Pylonen fahren, ganz eng, aber ganz schnell mit Vollgas. Rückwärts mit Vollgas. Kann das eigentlich? Gallo, was schraubst du da an eine Elektronik rum? Ui. Komm rein. Da musst du mir dann noch alles erklären. Da musst du. Ich dachte, wir gehen jetzt in volles Lager. Was soll ich denn in volles Lager? Das kennen wir doch alle. Hier sind wir doch jetzt in unserem Lager. Du musst nicht auf den Knopf wieder. Nein, hab ich nicht. Halt den nicht um den zu stabilisieren. Ich stabilisiere dich gleich auch mal, weißt du halt. Hier ist Archiv, ne? Hier ist unser Archiv, unser neues Lager hier, was wir sonst im Büro hatten. Jetzt gucken wir mal an, ne? Ich weiß gar nicht, wo das vorher überall war. Ja, das ist ja irre, wie das alles reingepasst hat in den kleinen Raum. Und Klamotten hast du hier, kostenlos. Guck dir das mal an. Kostenlos schon mal gar nicht. Ich brauche eine neue Winterjacke. Das ist die Hälfte, das ist alle bedient hier. Ihr Lümmels. Was brauchst du? So eine Winterjacke, wenn es Winter wird. Das ist eine vernünftige Jacke, die ich anhabe. Softshell. Die haben wir sogar in der Elefantengröße da für dich. In 37 mal nichts. So. Oh, guck eben, Gallo. Was ist denn jetzt? Das hier. Und nichts von Firma Förch, ne, wenn man mal so nicht. Guckt. Gar nichts. Herrlich. Du kriegst ja von dem Kerl auch nichts mehr. Scheiße, aber sei ich die Bestellung auch gegeben zum Essen? Nee. Du hast gesagt, er soll was mitbringen. Habe ich ihm gesagt, aber drauf. Ich weiß nicht, ob wir die Hose ins Zelt schreiben müssen, hinschicken müssen. Gleich kommt der nämlich erstmal, dauert wieder eine halbe Stunde, wenn was zu essen da ist. Schreib ihm gleich eine Nachricht. Hat doch keinen Sinn. Wo sind denn die anderen alle? Sind die gleich da oder nicht? Nein. So. Haben wir mehr für uns? Ronjo-Bonbons.
Und dann machen wir Fahrsicherheitstraining. Fahrsicherheitstraining, du, dann scheiß Fahrsicherheitstraining. Das geht doch sowas von in die Hose. Ihr legt euch hier rund um den Kopf. Und dann habe ich hier noch Mord und dann hast du auch nicht gesehen. Da kommen wir ohne Schlag. Aber denk an die Quote, wenn Mike mit dem Gabelstapler ins neue Tor reinjagt. Eine Bombenmacherschock, also die Auto, okay. Oh, da wird gar kein Teil. Und hier eine. Was ich hier alles mit der Kamera anstellen kann. Die Prinzenrolle können wir hier alles mitnehmen. Da kommt man für. Eins habe ich vom Kann das Zeug was? Wissen, ne? Das Zeug kann gar nichts, aber davon billig. Dann haben wir das genommen. Das ist halt einfach die Wiese von Fürth, weil es billig ist. Ne? Am Boden darf man nicht gucken, wenn man nicht aufgeräumt. Ne? Deswegen arbeitet Wolle da auch. So. Du weißt mal dein Büro zeigen. Ja, hier. Die schräge denn. Der kleine Rauch. Nein, das sehe ich, bin ja nicht doof. Sieht ja aus wie da. Da sitzt Hannes. Du sitzt da einen weiter. Zeig her. Da ist dein Büro. Hier, guck an. Unter der Treppe, wie Harry Potter. Hier ist dein Büro. Ja. Hier kriegst du deinen Schreibtisch rein, pack mal schön die verschiedenen Tage. Also ganz weit vorne bist du. Hier ist dein Schreibtisch rein. Da sitzt du hier mit dem Stuhl. Da hat aber zu die Tür mal auch mal so ein bisschen Luft. Dann kriegst du deinen Computer rein und dann läuft. Dann kannst du deinen Computer in der Schrägen festnageln. Das würde ich nicht. So eine Haltung ist fest. Guck mal, ganz ehrlich. Also, ist schon schick. Im alten Büro habe ich gar keinen Büro. Andere Leute, die wohnen kleiner. Das ist immer halt so. Ne? Hola. Moin. Wird hier der Fahrstuhl gebaut? Hier, war doch gerade noch oben. Ja, hier kommt ein Fahrstuhl für dich extra. Kommt in den Fahrstuhl rein? Ja. Du kannst hier filmen. Du noch eben unser Herz in der Vierer. Oh. Ist ja noch gar nicht vorher, kannst du gut filmen. Oder ist das mein Schreibtisch? Das ist mein Schreibtisch. Die kriegst du rein, auf jeden Fall. Geil, geil, geil. Geil, also hier kannst du dich hier hinsetzen, da kriegst du natürlich deinen Tisch da rein und kannst dich dann in die Ecke hocken oder. Aber bitte auch die Tür zu machen, weil ich höre die Gelächter und die Lärme von uns auf den Videos ja auch nicht mehr. Ja, ich schneide dann ja das Fahrsicherheitstraining auf. Danke. Und du weißt, da kann nicht jeder mit um. Oh, hier die Pflanze. Das sind meine Palmen vom Vorne aus dem Eingang. Die haben wir umgetopft und die reingepuxiert. Aber das Problem ist, wir hatten die Höhe nicht berechnet. Ein bisschen abschneiden. Du, aber die kommt wieder, glaub mir das. Aber jetzt gibt es ja keinen Empfang mehr quasi. Wie läuft das dann jetzt? Das kann ich ganz genau sagen. Das ist der Haupteingang. Hier kommt ja ein riesen Besprechungstisch rein, weil alle Besprechungen in Zukunft finden hier unten statt. Ne? Wir nicht jeden da oben sitzen haben. Also Wolle. Ne? Da haben wir eine Küche, da haben wir unsere WCs, ist klar. Da ist der Haupteingang, die Tür ist sowieso zu. Du musst erstmal klingeln, dann sieht Marcel das oben auf dem Computer. Dann drückt er auf den Knopf und dann geht die Tür auf. Oder hallo nicht. Also attentatgeschützt. So, genau. Attentatgeschützt. Guck die Türen sowieso mal an, die ganze Gläser. Da kannst du drauf schießen, da passiert nichts mehr. Ja, funktioniert ja auch prächtig, ne, dass sie sich schön sauber zuziehen. Das machen wir gleich noch. Ja, so unsere geil patenten Türen gesehen. Ja, die haben wir mit Torben schon in- und auswendig. Wir haben jetzt eine Schauerlichter. Guck mal. Das ist ja auch so. Wir können sämtliche Beleuchtungskörper in sämtlichen Farben erstellen. Je nach Stimmungszustand, also wenn ich da hinten drin sitze und ich habe Stimmung, ne, dann ist das rot. Ne? Dann weiß ja jeder, wenn er hochkommt. Dann weiß jeder, was los ist. Ich brauche auch gar nicht jetzt in die Tür kommen. Das ist ganz einfach. So, hier haben wir Kassen. Ne? Was machst du denn da? Es ist alles noch nicht für. Und Marcel geht schon wieder durch. Hier, guck mal, hier ist blau. Siehst du das? Hier, Details. Zack, hier ist gleich rum, weil hier die Stimmung schon wieder umschlägt. Hast du gemerkt? Kannst du die Lampen nicht an deinem Blutdruckmesser? Ja, das können wir auch einstecken. Das ist ja, genau. Du, Rot ist unsere Lieblingsfarbe geworden. So, mein Gott nochmal. Ja, dann kommst du hier. Was ist hier denn noch mal Zeit? Moin. Graue Dach. Hier ist Michael und Nico. Guck mal hier. Ne? Wird auch alles. Du siehst es. Ne? Die haben hier toffige rosa Pink. Was haben wir hier jetzt? Ui, was schön. Rosa Pink. Ja, sieht gut aus. Wie gesagt, zwei. So. Jo. Hier kommt hier unser rundes Tischlein rein, Besprechung, Fernseher an der Wand, etc. Da kommt noch ein Logo dran an der Wand. Dann bist du bei Onkel Björni hier. Ne? Auch schon fast zu weit. Hier war. Hinten die, ne? Toilette. Die Toilette auf jeden Fall. Aber er sieht gut aus. So. Hier bist du bei Gallo drin. Und nicht hier da am Fußboden. Ach, du bist ja auch da! Moin! Na? Du weißt schon, was du da baust, oder? Nee, nicht. Irgendwie so riesige Gefühle habe ich auch nicht. Wir reden da nochmal, wenn man da Kamera aus ist, mein Freund. So, hier bist du bei Ronny, ne? Ui. Moin. Moin. Ist auch schon alles soweit. Wo kommt das Bild denn her, mit dem Dollar? Wo kommt das her? Habe ich gefunden auf der Straße. Nach so rum mit dem Auto, dann nehme ich das.
So, und also soll das jetzt? Ja, Radiotisch hat das schön gemacht, so mit Treppenverlauf mit und so weiter, aber die machen sie jetzt einfach. Okay. So. Dann die dritte Etage. Aber hier ist Tabu, weil die haben oben den Boden nämlich hier lasiert. Boah, was wird das hier auch, Archivlager? Das wird hier noch ein drittes Boden, kannst du eben rauf, kannst du das auch oben empfehlen. Das wird noch ein weiteres Büro etc. Ne? Wie gesagt, aber die haben da oben erst gerade den Boden lasiert, weil ich habe gesagt, das soll nämlich so bleiben. Also ein bisschen rustikaler und den Holz auflegen und so weiter. Ne? Treffe ich hier natürlich auch noch ein Geländer, falls sie einer fragen. Ärztesicherung, ja, die kommt noch. Ne? Aber wir sind ja vom Bau, wir brauchen sowas nicht. Wir drehen uns nicht um, dann fällt der eine Hund. Hey, schaut mal, eine kleine Indoor-Kartbahn. Ja, das haben wir.